ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich habe heute wieder ein Plüschtier für euch und zwar ist das Dipsy von den Teletubbies. Einige von euch kennen diese Serie vielleicht schon, die ist schon etwas älter, ging glaube ich so Ende der 90er Jahre los. Da geht es auf jeden Fall um vier Teletubbies, die leben in so einer Fantasiewelt, sehen ein bisschen menschlich aus, aber auch irgendwie nicht und haben alle auf ihrem Kopf so eine Antenne. Dipsy erkennt man jetzt an dieser geraden Antenne hier. Dann gibt es noch Tinky Winky, Lala und Po. Hier auch nochmal auf dem Schild ist Tinky Winky zu sehen, also der größte von den Teletubbies. Hergestellt ist das Spielzeug von Ragdoll und ist sicherlich auch geeignet für kleinere Kinder, weil eigentlich nichts an dem Plüschtier ist, was man beispielsweise abreißen könnte, zum Beispiel die Augen oder so. Die könnten jetzt nicht irgendwie herausgenommen werden. Das ist alles Kunststoff und keine Knopfaugen, die dann irgendwie eventuell verschluckt werden könnten. Auch ist das Teletubby-Kuscheltier ganz weich, also da ist nichts Hartes dran oder irgendwas, womit man sich eventuell verletzen könnte. Also auf jeden Fall für kleinere Kinder auch geeignet. Wie gesagt, Teletubbies ist vielleicht eine Serie, die schon etwas älter ist, aber dennoch, glaube ich, weiterhin beliebt. Die Sendung ist für Kinder bis 5 Jahre, glaube ich. Also auch von der Sprache, wie die Teletubbies miteinander reden, eher so eine Art Babysprache. Ganz typisch auf jeden Fall sind diese Ohren an den Seiten oder eben auch dieser einteilige Anzug. Das ist jetzt der grüne Teletubby namens Dipsy, hatte ich ja schon erzählt. Dann gibt es noch einen roten, einen gelben und diesen lilanen eben. Und ganz typisch für die Teletubbies ist auch dieser Fernseher oder dieser Bildschirm hier, der auf den Bäuchen ist. Da läuft dann in der Serie ein kleiner Film ab. Der wird, glaube ich, dann auch zweimal gezeigt, weil die Teletubbies dann immer so irgendwie sowas wie nochmal sagen und dann kommt der Film halt nochmal. Das soll dann die Aufnahmefähigkeit, aber auch die Erinnerung der jungen Zuschauer fördern. Und ich hatte sofort diesen Titelsong im Kopf, als ich dieses Plüschtier gesehen habe. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Da werden alle Teletubbies so vorgestellt. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh. Und dann sagen die das ganz typische Oh-oh. Das ist so die Sprache der Teletubbies. Ich kenne es selber noch aus meiner Kindheit, beziehungsweise ich hatte es dann schon geguckt, als ich auf jeden Fall älter als 5 Jahre war, weil das war ein Riesentrend. Ich glaube auch bei ICQ in so einem Messenger und Chat konnte man dann diesen Nachrichtenton, dieses AO, dann einstellen und ständig hat man dann dieses AO gehört und das war teilweise sehr witzig, aber auch sehr nervenaufreibend, weil das dann total nervig halt wurde. Wie gesagt, Teletubbies kann man lieben, aber auch nicht mögen. Ich fand die schon immer ganz witzig, weil es eine sehr originelle Serie ist, wie ich finde. Also es gibt eigentlich nichts, was so ist wie die Teletubbies. Was könnte man noch zu dem Kuscheltier sagen? Hier unten sind so kleine Stopper an den Füßen. So ähnlich wie so Stopper oder Anti-Rutsch-Socken. Ansonsten sind hier an den Händen eher so Fäustlinge, also man hat hier einen Daumen, aber sonst ist es dann die ganze Hand. Das Gesicht ist jetzt aus Kunststoff, wie bei einer Puppe. Die Augen, wie gesagt, keine Knopfaugen, sondern einfach nur aufgemalt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Teletubbies irgendwie weiterhin ziemlich cool. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr die Teletubbies findet, einfach in die Kommentare unten. Oder schreibt mir auch, welches euer Lieblings-Teletubby ist. Lala, Dipsy, Tinky Winky oder Po. Ich glaube, ich fand eigentlich Tinky Winky immer am besten. Hier haben wir aber Dipsy. Wie gesagt, irgendwie sind sie doch alle recht niedlich. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Winke, winke!